Willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute was richtig Krankes geplant und wenn alles funktioniert, dann wird es einfach nur komplett ehrenlos. Mein Plan, ich muss irgendwie Mama erstmal hochbekommen und sie dazu bringen, sie quasi mir ihr Amazon-Konto gibt. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das Ganze machen möchte. Wir müssen Mama anrufen. Hoffentlich geht sie ran. Geh ran, komm schon. Na? Na? Könntest du gleich kurz einmal hochkommen? Ich wollte wegen diesem Paramount Plus kurz gucken. Also ich bräuchte kurz das Amazon von dir. Amazon, ja. Mhm. Ja. Kommst du? Mhm. Step 1 hat schon mal grandios funktioniert. Mama kommt hoch, meldet sich gleich hoffentlich an. Und jetzt müssen wir kurz die Kamera verstecken, Licht ausmachen und so, dass es nicht nach Video aussieht. Okay, ich stelle die Kamera kurz ab. Ich hoffe, es kommt jetzt hoch. Mama kommt hoch. Kannst du kurz anmelden? Passwort brauche ich. Ich weiß es jetzt nicht. Wir haben es, glaube ich, getauscht, gewechselt. Ach so, weil ich wollte gucken, wie ich das kündigen kann. Ich gehe mal ganz kurz vor. Ja. Mama weiß das Passwort nicht. Das ist sehr belastend. Sie geht jetzt nochmal runter und fragt Papa nach dem Passwort. Was? Mhm. Nee, guck ich gleich. Ich wollte. Mhm. Ja. Aber danke. Ich weiß nicht, eigentlich gucken wir das dann nur. Wir haben, glaube ich. Danke! Amazon-Anmeldung hat geklappt. Jetzt der zweite Schritt. Ich muss erst einmal anrufen. Ich habe nämlich was Großes vor mit ihm. Und ich glaube, er wird sich sehr, sehr darüber freuen. Okay, wir rufen jetzt als nächstes Ash an. Hoffentlich geht er ran. Er ist nämlich einer, der geht nicht sehr gerne an sein Handy und hat jede freie Sekunde hat er nicht stören an, sodass man ihn eigentlich nicht erreicht. Aber jetzt klingelt schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Hallo. Hallo? Ja. Hast du kurz Zeit? Kannst du ganz schnell hochkommen? Ja, gleich. Ganz schnell, schnell. Jo. Ich weiß nicht, wie lange das durchgeht hier. Jo. Was heißt gleich? 10 Minuten. Nee, 10 Minuten? 8 Minuten? Ja. Okay, bis gleich. Mal schauen, ob er wirklich 8 Minuten braucht. Komm, schnell. Weißt du, was wir machen können? Ich hab oben Mamas Amazon. Mhm. Wir können egal was kaufen. Egal was. Geil, Max, let's go. Ey, wer von euch spielt aktuell auf Brawl Stars? Wie läuft's? Joa, geht. Wir werden heute alles kaufen, was Mama und Papa dir verbieten. Top. Okay, hat original 17 Minuten gedauert, dass er hier ist. Stabil? Wir können jetzt for real egal was bestellen. Ich habe Mamas Amazon. Die ahnt nichts, weil sie denkt, ich mache was anderes. Wir kaufen jetzt alles, was du nicht darfst. Egal was. Okay. Das ist auch safe alles. Das ist auch safe hier oben alles. Guck mal, gönnt euch. Hallo Adrian steht hier. Tomatencremesuppe haben die sich bestellt. Können wir mal ganz kurz schauen, was die sich so bestellen? ETF, was ist hier unnötig? Was sind das hier alles? Unterhosen sind deine, oder? Ja. Aha. Was willst du haben? Da ist nichts weg. Nichts Spannendes, ne? Naja, lass was kaufen einfach. Okay. Woran dachtest du so als erstes? Elektrofahrrad oder was anderes? Also, was dachtest du so? Was würde Mama dir nicht erlauben? Wächst du mit so 20 Tüten Chips oder so? Ich geb mal Chips ein, können wir uns welche raussuchen. Nee, Digga, was sind das für Chips? Die sind ja alle lame. Wer will gesalzen? Da gibt's gesalzene Chips. Wer möchte gesalzen? Niemand. Was sind deine Lieblingschips? Es gibt keine. Oh mein Gott, doch, lass Takis füllen. Takis? 9 Euro. Nee. Gib mal oben einen Takis, vielleicht gibt's irgendwelche Special Sorten. Takis? Da, was ist das? 10er Pack. Ja, pack, mach direkt einen Warenkorb hinzufügen. Wir sind in Kauflaune, Leute. Welche Sorte ist das, Digga? Ich kenne die Sorte nicht. Kennst du Dragon Sweet Chili, ne? Das hört sich ja gut an. Eine kostet 10 Euro. Das sind drei Stück. 3 mal 2, 9. Ja, ist okay. Pack ein. Ich hab die Idee. Da, die brauchen wir. Chill. Was ist das? Keine Ahnung. Wollen wir uns so eine Süßigkeit? Nee, lass mal uns eine Süßigkeitenbox und eine fette holen. Ja, die oder? Aber so. Was? Denkst du, 30 Euro ist das? Schokobon Crispy, das alles. Oha! Das sieht gut aus. Pack ein. Was drin ist, einfach ein Warenkorb damit. Die sind nicht so gut, die sind nicht gut. Und die? Guacamole. Oh, die sind gut. Aber Paprika? Es gibt Paprika-Geschmack? Top. Hä? Ich wollte gerade irgendwas sagen, was wir holen können, aber ich hab's vergessen. Das ist gerade richtig dumm. Warte mal. Ich hab's einfach vergessen. Okay, wir brauchen noch ein paar teure Sachen. Bis jetzt Warenkorb, Zwischensumme 63,46 Euro. Da geht noch mehr. Ich weiß wieder. Was denn? Oben eingeben, worüber du dich auch übertrieben freuen wirst. Das zweite. Ramen Carbonara. Ich mag die gar nicht. Was? Nein, gar nicht. Was? Nein. Dann noch nie gegessen. Oh, was? Fünfmal? Nee, 10. Gibt's auch 50er Pack? 50. Ja, die sind geil. Da, 40er Paket, das sieht doch gut aus. Da würde ich sagen, greifen wir zu. Junge, 148 Euro. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was würdest du schon immer mal haben? Was irgendwas Geiles. Gib oben mal einen. Willst du Paysafe oder sowas haben? Kann man hier nicht. Nein? Nein. Nein? Mhm. iPhone 15.
Merkst, ich brauche irgendwie noch Zubehör dafür. Zubehör holst, ne? So, merkst, die ist geil. Die nehme ich. Perfekt. Oh mein Gott, Parfüm kann man sich holen. Digga. Jetzt wird's ernst, Leute. Hä, nein, stopp. Das ist, warte, welche Größe ist das? Aber es gibt auch mit 200 Milliliter. Gibt noch größer. 100 reicht. 100 reicht? Ja, ich will nicht nur eins. Was? Hä? Holst du nicht nur eins? Million. Nein. WTF. Das ist das Parfüm. Elixier will ich. Elixier willst du? Na, ja, das ist eine schöne Größe. Das gibt's nicht. Warte mal, Das gibt's nicht. Das kostet nicht nur so viel. wollte ich gerade sagen. 5 Milliliter kostet 25 Euro. Stark. Hol dir das kleinere erstmal, weil es scheiße riecht. Hast du schon mal dran gerochen? Nee. Ja, dann hol dir das kleinere, Mann. Das nirgendwo. Oh, geil, Max. Richtiges Gedenk noch mehr. Oh, stopp. Junge, übertreib. Das würde die Mama niemals erlauben. Dafür muss man was holen. Die sind auch geil. Das würde nirgendwo das dafür. Junge, Mama wird dich killen. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Das weißt du, wie teuer das gerade wird? Ich krieg gerade ein schlechtes Gewissen, dass ich Mama hier hochgelockt habe oder damit sie sich anmeldet. Ich krieg for real ein schlechtes Gewissen gerade. Chrissy, brauchst du was von Amazon? Achso. Wenn wir schon dabei sind? 1300 Euro. Junge! Geil. Mama weiß, dass sie das passt, dass meine Idee war. Ja, die wird mich killen. Voll geil. Dann, wenn sie mich gekillt hat, geht sie runter in dein Zimmer, wird dich killen. Voll wird geil. Wird dein PC auf Ebay verkaufen. Voll geil. Wird dich auf Ebay verkaufen. Ja, okay, nee. Unterhosen. Das sind die wichtigen Dinge im Leben. Jo. Wenn Mama und Papa schon ausgeben, dann aber richtig, ne? Was willst du mit Feuerwerk? Das darfst du aber wirklich nicht. Ich könnte wetten, es gibt hier Sachen von Feuerwerk, die ab 18. Feuerwerk ab 18. Gibt's auch nicht, aber das ist eigentlich ziemlich... Oh, Gott, doch. Na, warte, das... Die Dinger sind, doch nicht, die doch Dinger nicht, sind ab 18. Nicht. Nein. Da steht ab 18. Ja, nein. Ah, doch, geil. Was doch. Geil? Mama würde ich... Also... Hopp. Da steht, das ist ab 18. Da steht, du darfst das nicht. Mein Gott, also wenn das nachher alles ankommt, ne? Du und ich sind beide den Kopf kürzer. Ich sag dir ehrlich. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Nein, ich will diesen einen, wo man sich so reinsetzen kann. Aber das ist... Damit kannst du dann schön in der Schule flexen, oder was? Glaubst du, das Teil fährt mich? Digga, aber es sieht schon geil aus, aber muss ich sagen. Also Ash gönnt sich jetzt sein erstes Auto. Oh mein Gott. Würdest du auf ein Date gehen mit der? Nein. Einfach G-Klasse. Ab 3 Jahren, Digga, ist das. Safe. Denkst du? Ja. Ja, okay, komm, ich pack's einfach in den Einkaufswagen rein. Wir sind bei 1600 Euro. Weißt du, was ich noch brauche? Das willst du jetzt nicht holen. Du weißt schon, dass Mama sehen kann, was du bestellst nachher. Na, okay, jo, also sie wird das sehen. Ja, top. Das eskaliert gerade komplett. Klamotten gehen immer vor allem, wenn die Eltern zahlen, ne? Schön, sehr nett, natürlich. Sehr, sehr wild. Das ist Gold. Ja, welche Größe ist das? Keine Ahnung. Größe auswählen. Ach, geil. Stark, bestell mir einen davon. Top, mach mal X, ja, mach XL. XL. Nein, L. Mein Digga, warum? Mach XL, ich hab XL. Schlecht jetzt. Ah, 142 Euro, nur einer verfügbar. Das ist ja wie für mich gemacht, würde ich mal ganz grob behaupten an der Stelle. Eine Frage, hast du im Kopf ein grobes Limit? 800 Euro. Hast du ein grobes Geldlimit im Kopf gerade? Nö. Was ist das? Ach so. Ich dachte, das wäre was anderes. Also jetzt reizt, glaube ich, komplett. Ging sogar eigentlich, der schmeckt voll gut. Oh mein Gott, wer von euch hat das Pinke Red Bull schon mal probiert? Schreibt es in die Kommentare. 24. Ja, kennen die direkt das ganze Paket davon, alter Falter. Geil. Aber ich muss sagen, wie fandst du den? Geil, gut. Weiß Mama, dass du es schon getrunken hast? Ja. Sie hat nichts dagegen gesagt? Nö, tatsächlich nicht. Hat sich schon aufgegeben? Ja. Insgesamt 19 Artikeln. Zu einem Wert von 1812 Euro. Schreibt jetzt alle Hashtag mit in die Kommentare. Das Ding ist, das schlechte Gewissen hat uns gepackt und wir mussten noch ein paar Sachen rausnehmen, weil wir konnten das Mama und Papa nicht antun. Jetzt seht ihr, was wir alles kaufen werden. An dieser Adresse sind, ne? Ja, genau. Warum ist das so komisch hier? Jetzt kaufen. Ich weiß es nicht, jetzt kaufen. Hast du das schon bestellt, richtig? Ich weiß nicht. Jetzt, glaube ich. Ja. Ja, ihrem Stein wurde aufgegeben. Wir haben bestellt! Okay, Ash. Okay, mal gucken, wie Mama reagiert. Guck mal auf Amazon. Was gibt's bei Amazon zu sehen? Was? Wer hat das bestellt? Du? Nee, du. Er hat dich gezwungen, stimmt's? Ja, stimmt. Ja. Nein! Was? Mann! Danke für deine Anmeldedaten an der Stelle. Wir haben alles bestellt, was du erst nicht erlauben würdest. Ich versuch zu stornieren jetzt. Was? Nein, nicht stornieren! Kann man das? Man kann safe nicht alles davon stornieren. Es geht nicht. Es geht nicht! Ja! Du gehst nicht raus. Man kann nichts stornieren. Die 40er-Packung Nudeln kommen bald an. Fazit? Weißt du was, Max? Es nervt. Mama kann nicht alles davon stornieren, aber hat... Weg. Und ich krieg das Geld von dir zurück. Nein, nein. Fuck dich. Krieg ich. Ihr entscheidet, wie viel Mama zurückgebe. Schreibt mir mal einen Betrag in die Kommentare. Am besten 0 Euro. Danke. Wir brechen ab. Mal schauen, was alles ankommt. Haut rein.